Die Highlights sind vor allen Dingen 5000 Jahre alte anthropomorphe Stelen, also menschlich gestaltliche Stelen, die bei Gräbern standen. Die sind allein durch ihre Abstraktion des menschlichen Seins unglaublich berührend. Sie wirken sehr modern. Die großen Kolossstatuen aus Dedan, 2500 Jahre, aber auch das römische Glas, ganz fein, was man aus Rom bis tief in die arabische Wüste importiert hatte. Und dann natürlich auch die Tür der Kaaba, wo über viele Jahrhunderte Menschen vorbeischritten und beteten. Diese Objekte zeigen wir hier unter anderem, wir haben insgesamt 410 Objekte, die das ganze kulturelle Schaffen der arabischen Halbinsel zum Ausdruck bringen. Die wichtigste Aussage dieser Ausstellung, und ich hoffe auch, dass sie in Arabien, Saudi-Arabien vor allem übernommen wird und auch mit verstanden wird, ist, dass es eine Kulturgeschichte gibt, die sich voneinander entwickelt. Dass die Dinge nicht wie ein loser Planet irgendwo herkommen, auch die islamische Kultur nicht etwas ist, was abgelöst und abgetrennt ist, sondern Teil einer Kulturgeschichte ist. Das ist der urdeutsche Ansatz von Geschichte, Kulturgeschichte und auch der Kernpunkt und Kernaussage des Pergamonmuseums. Wenn dies Menschen in der arabischen Welt, die sich in dem Supermarkt der Geschichte ihre Identität einkaufen, übernehmen, und das machen wir ja alle so, dass wir uns Aspekte aussuchen, diesen Kulturzusammenhang zu übernehmen, wären wir glücklich. Wenn sie das dann sagen, ja okay, das ist, dann sieht man, welchen Reichtum der Islam, in welchem Reichtum er gründet, und man sieht gleichzeitig, dass er davor auch Vorfahren hat und also kulturelle Erzeugnisse, auf die man aufbaut, dann ist mir das ja recht. Man könnte annehmen, dass Riad diese Ausstellung zeigt, um auch sein Image aufzupolieren. Ich weiß allerdings von den Leuten, die diese Ausstellung gemacht haben, dass als sie in Paris saßen und die zum ersten Mal gezeigt worden sind, 310 dieser 410 Objekte, dass sie weiche Knie hatten. Denn es genügt innerhalb Saudi-Arabiens eine große Welle der Erzkonservativen, um dem König zu sagen, wir wollen das nicht, ein Federstrich, und die ganze Bemühung zur Entdeckung, zur Restaurierung und zur Präsentation des Kulturerbes ist vorbei. Das hat sich geändert. Durch den Riesenerfolg der Ausstellung sind die Saudis jetzt doch auch dazu gekommen zu sagen, wir können uns ja damit zeigen. Und inzwischen wird es schon wirklich vor sich hergetragen, dass man sagt, wir sind stolz, sogar das zu haben. Und der nächste Schritt, und das ist der wichtige, dass diese Charmoffensive aber auch im eigenen Land funktioniert. Und ich habe gerade auch in einer saudi-arabischen Zeitung gelesen, dass der König angeordnet hat, dass diese Ausstellung, wenn sie zurückkommt, auch im eigenen Land gezeigt wird.